Ja, es dauert ja immer eine Weile, bis sich eine Stammformation gefunden hat zu Saisonbeginn. Insofern muss man dem Trainer etwas Zeit geben. Aber die Version mit zwei Stürmern scheint dem Trainer gut zu gefallen. Genauso wie den Saarbrücker Fans, die heute recht zahlreich mit in die Neckarregion gereist sind. Rund 800 Fans vor Ort. Und Felix Lutz heute also erstmals von Beginn an mit dabei. Zweite Spitze neben Taylor und dazu noch zwei weitere Wechsel. Drei Änderungen insgesamt. André Mandt darf für Lukas Kiefer ins offensive Mittelfeld und gleiches gilt für Patrick Zundi. Hier haben wir ihn, der Wilsch ersetzt in der Startelf. Und ein guter alter Bekannter rutscht bei Walldorf ins Aufgebot. Stefan Sieger, der ehemalige Saarbrücker aus vergangenen Drittliga-Zeiten, führt die junge Elf der Gastgeber aufs Feld. Walldorf zuletzt ja mit durchaus achtbaren Ergebnissen. 5-1 gegen Koblenz. Und ein Punktgewinn zuletzt beim 0-0 in Waldhof. Erste Torernährung. Gleich in der ersten Minute durch Nikolai Groß. Der ist da einfach mal aus der zweiten Reihe versucht. Aber die Präzision noch vermissen lässt. Kilic hat dem Team defensiv höchste Konzentration verordnet. Saarbrücken spielt zunächst abwartend auf Ballsicherung. Und das schafft viel Raum für den Liga-Neuling. Andreas Schön ist das hier in der Mitte. Und auch der war relativ knapp. So viel Platz muss man dem Aufsteiger nicht unbedingt lassen. Auch wenn Schön heute Geburtstag feiert. Siebte Minute. Die Partie geht vom Zweikampfverhalten durchaus beherzt zur Sache. Dann Eckball Waldorf. Und Göttlicher mit dem Kopfball. Das ist Waldorfs Trainer Matthias Born, 42 Jahre alt. Der sieht genau wie alle anderen, wie die Gastgeber durchweg gefährlicher werden. Und dann der erste Eckball für Saarbrücken nach 17 Minuten. Und gleich das Tor. Peter Krapan aus dem Gewühl heraus. Die erste Chance, das erste Tor. Die Effektivität ist beeindruckend. Mandt mit diesem Eckstoß und viel Schnitt in den Ball. Dann Hahn mit dem Kopfball. Und Krapan mit der Hacke. Schönes Ding. Krapan aus der ersten slowakischen Liga gekommen, der 29-Jährige aus Bratislava mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Club. Und jetzt scheint Saarbrücken im Spiel zu sein. Timo Kunert mit dem Einwurf. Und der Abpraller. Und Zundi, Patrick Zundi. Schöne Einzelaktion von Zundi. Aber Rick Wulte, der Torwart, der Gastgeber, ist hellwach und auf dem Posten. Patrick Zundi beim MSV Duisburg, zweite Liga gespielt, der 27-Jährige aus Burkina Faso. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass Saarbrücken zu viel Raum gewährt. Und die Rechnung geht allerdings auf, weil der Liga-Neuling im 16er zu behäbig agiert. Wie hier zu sehen. Andreas Schön mit diesem viel zu harmlosen Versuch gegen Hus. Halbe Stunde vorbei, Freistoß Waldorf und Kopfball. Und Hus muss sich jetzt aber mal richtig strecken. Hoffmann war der Schütze, aber Hus hält die Null fest für Saarbrücken. Also die 1:0-Führung ist noch nicht sicher. Klar zu sehen. In dieser Szene. Dann wieder Saarbrücken mit dem ruhenden Ball. Der Freistoß von Hahn. Lutz und Zundi. Das 2:0 durch Patrick Zundi. 42. Minute. Da ist es, sein erstes Tor für den ersten FC Saarbrücken. Wieder aus einem Standard, der nicht wirklich gut verteidigt wird, wie man hier sieht. Lutz aber gewinnt das Kopfballduell gegen Kaufmann. Und dann freie Bahn für Zundi inklusive Tunnel. Das ist natürlich ein Nackenschlag
für den Oberligameister aus Baden-Württemberg, der hier in der Defensive zu naiv agiert. Also Fuad Kilic, alles richtig gemacht zur Pause, bis dahin 2:0 die Führung und das ohne sich eigentlich so richtig verausgabt zu haben, wenn man ehrlich ist in dieser Partie. Zweite Hälfte, Walldorf versucht es jetzt mit mehr Engagement und verwechselt dies leider mit einem zu hohen Maß an Zweikampfhärte. Sie hören im Pfiff das Foul an Alexander Hahn. Dafür gab es Gelb für diese Aktion von Marcel Karl. Der hält die Fußsohle drauf und bekommt zu Recht die Karte der Walldorfer. Gestrecktes Bein mit den Stollen voraus. Da kann sich der Gegner leicht mal das Bein brechen. Also Saarbrücken aber hält dagegen. Wieder der ruhende Ball. Dann Timo Kunert. Und Matthew Taylor. Riesenmöglichkeit für den Amerikaner, der von Walldorf heute meist gedoppelt wird und so selten zum Zuge kommt. Aber hier vergibt er das 3:0. Dann wäre hier wohl alles entschieden. Matthew Taylor. Also Saarbrücken drückt jetzt aufs Tempo. Eindeutig zu sehen. Kapitän Jan Fieser. Und auch der war knapp. Der FCS eindeutig Chef in Walldorf. Die Gastgeber haben kaum noch Luft zum Atmen. Und jetzt nach 53 Minuten sieht es auch spielerisch besser aus als in Hälfte 1. Die Kombinationen, sie laufen. Nochmal Kapitän Jan Fieser. Und Felix Lutz, Endstation. Dennis Klose im Tor der Gastgeber. Ja, Felix Lutz mit seiner körperlichen Präsenz in dieser Regionalliga ein absoluter Trumpf. Ist im Strafraum nur ganz schwer zu verteidigen und erzielt hier beinahe sein zweites Saisontor. Der anschließende Eckball mit Schafter. Lutz, und da ist es, das Tor. Das 3:0 für den ersten FC Saarbrücken. Das ist die Vorentscheidung. Felix Lutz, zweiter Treffer in dieser Saison für den ehemaligen Elversberger. Natürlich per Kopf, wie auch sonst. Zwei Drittel seiner Tore erzielt der Stuttgarter Dudes-Freund von Kevin Kurani mit dem Schädel. Und die Jungs, die haben jetzt richtig Spaß. Die Auswärtsfahrt hat sich schon jetzt gelohnt. Und der FCS weiter unter Dampf. Foul an Schmidt. Wird da gebremst von Kaufmann. Und der hatte ja schon Gelb gesehen, also sieht er die Ampel. Muss den Platz verlassen. Alle Diskussionen nutzen nichts. Kaufmann tritt Schmidt hier auf die Hacken. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und in Unterzahl wird es natürlich jetzt richtig schwer für den Oberligameister aus Baden-Württemberg. Wegner war das. Die Gastgeber jetzt unter Dauerbeschuss. Man sieht, wie die Kräfte schwinden und die größere Erfahrung des FCS sich auszahlt. Und der FCS jetzt mit Einkontaktfußball im Gefühl des sicheren Sieges. Wieder Lutz. Einbahnstraßenfußball in Walldorf. Von Seiten des ersten FC Saarbrücken. Schafter. Und Lutz schön aus der Drehung. Ja, die Party beginnt hier schon 10 Minuten vor dem Ende. Nur die Höhe des Sieges scheint noch offen. Saarbrücken schaltet jetzt natürlich ein paar Gänge zurück nach einer englischen Woche, die nicht nur Kraft gekostet hat, sondern auch Punkte aufs Konto gebracht hat. Walldorf hat jetzt ein bisschen mehr Platz. Andreas Schön und der 1:3 Anschlusstreffer. David Hoos erstmals geschlagen und Andreas Schön macht sich selbst ein Geburtstagsgeschenk, wird 25 Jahre alt heute. Aber es ist nicht mehr als Ergebniskosmetik.
Das 1:3 ist letztlich ein gerechtes Ergebnis für einen überlegenen ersten FC Saarbrücken, der nur zu Beginn ein wenig holprig wirkte, aber letztendlich nie in Gefahr geriet, das Spiel zu verlieren. Die erste englische Woche sieht und mit 7 Punkten abgeschlossen, da denke ich mir, dass wir sehr zufrieden sein können mit der Punktausbeute. Im Spiel, wissen wir selber, haben wir in der ersten Halbzeit zwar nicht große Spielanteile gehabt, aber eine sehr gute Effektivität, sehr große Effektivität aufgewiesen, direkt die Tormöglichkeiten auch reingemacht. Das, was wir auch in Homburg uns vorgenommen haben, haben wir hier Gott sei Dank umgesetzt, dass wir dann den Deckel drauf gemacht haben mit dem dritten Tor für unsere Seite. Das Gegentor ärgert mich letzten Endes, da haben wir zu arrogant agiert, dann nicht konsequent in der Defensive auch gehandelt. Ansonsten, denke ich mir, war es eine runde Sache, dass wir sehr positiv in die Saison gekommen sind und das ist das Wichtigste. 3 Standards haben heute den Ausschlag gegeben für den FCS, möglicherweise eine neue Qualität bei Blau-Schwarz. Habe ich nichts dagegen, wenn wir durch Standards viele Tore machen. Wir haben ja auch gute Kopfballspieler, wenn man sieht, Lutz, Peter Schrappran, Hahn. Gute Standardschützen mit dem Sauter, mit Monia, mit Manti, also habe ich nichts dagegen. Jetzt waren es Standards, letzte Woche waren es Flanken. Ich meine, wir haben von allen ein bisschen was, das macht uns auch unberechenbar. Jeder kann Tore schießen, ne? Heute wieder 2 neue Torschützen und das muss die Saison so über konstant bleiben, weil dann kann sich kein Gegner richtig aufstellen, wenn man zumacht. Und jetzt freuen sich natürlich alle aufs nächste Derby, besonders ein Ex-Elversberger. Ja klar, natürlich für mich ein besonderes Spiel, aber wie gesagt, ich mache da kein großes Ding draus. Ich freue mich auf das Spiel, ganz im Gegenteil. Ich habe noch viele Anhänger dort, die bestimmt mich noch mögen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Freitagabend, schönes Spiel, Stadion wird voll. Für die Liga auch super. Also der nächste Knaller steht bevor. Das Ganze bereits am kommenden Wochenende.